Jo, hi, ich bin der Matze. Ich war viele Jahre lang Vorsitzender beim Skateboardverein Mr. Wilson hier in Kassel, bin jetzt inzwischen der Geschäftsführer, extern finanziert durch die Wellbeing Stiftung und gleichzeitig auch noch der Vorsitzende vom Kesselschmiede e.V. Seit dem ersten Tag, wo die Kesselschmiede die Türen für alle geöffnet hat, öffnen wir an 5,5 Tagen die Woche. Das ganze Jahr über, bis auf Weihnachten und Silvester, ist hier immer Action. Wir haben im Jahr so roundabout 25.000 Besucherinnen. Was ich zu der Zahl von 25.000 immer sagen muss, ist halt, dass das so hoch angesetzt ist, obwohl wir Eintritt nehmen müssen. Und dann gibt es als Regelangebot außerdem noch jeden ersten und jeden dritten Montag im Monat ist der Martha-Tag hier. Das ist ein Girls-Only-Skate-Tag. Die wiederum wurden gerade für ihr Projekt auch vom Hessischen Jugendring ausgezeichnet als eines der tollsten Projekte 2015. Und auch noch eine ganz besondere Geschichte ist, dass jeden ersten Sonntag im Monat es gibt hier die Möglichkeit, mit dem Rollstuhl die Rampen zu nutzen. Dadurch, dass es jetzt so ein Regelangebot gibt, was auch von jemandem gemacht wird, der selber Rollstuhl fährt, etabliert sich das gerade und alles, was rollt, kommt irgendwie zusammen und das ist irgendwie wirklich gelebte Inklusion. Der Ausbau der Anlage hier, also mit dem Innenhof, mit der großen Halle, mit den Sozialräumen und allem, in zwei große Teile gegliedert worden. Aus diversen Gründen haben wir die Halle ausgebaut und die Sozialräume zwischen 2011 und 2012, es hat knapp 9 Monate gedauert, ist komplett ehrenamtlich gestemmt worden. Im Endeffekt, Partizipation gelebt, weil halt schon immer zur Vereinskultur hier gehört, dass die Leute, die mithelfen, auch mitbestimmen können, was passiert. Den Ausbau haben wir finanziert durch Bundesgelder. Wie gut das Projekt geworden ist, also beziehungsweise wie gut die Skatehalle geworden ist, macht halt ganz gut deutlich, dass wir von einem europäischen Skateboard-Magazin als eine der 10 besten Skatehallen in Deutschland und Nordösterreich gewählt worden sind. Außerdem haben wir im Jahr 2012, nachdem wir hier fertig waren mit dem Hallenausbau, halt durch den damaligen amtierenden hessischen Ministerpräsidenten hat halt das Team der Kesselschmiedemacherin den hessischen Ehrenamtspreis überreicht bekommen. Genau, die aktuelle Situation ist jetzt gerade so, dass wir hier jetzt sitzend im November 2015 nicht so genau wissen, wie es jetzt irgendwie weiterläuft, da offiziell unser Mietvertrag nächstes Jahr ausläuft. Wir sind jetzt allerdings in der glücklichen Situation, dass wir irgendwie in den Verhandlungen mit dem Vermieter sind und da geht es im Endeffekt um einen langfristigen Mietvertrag. Finanziert wird der ganze Laden hier durch mehrere Quellen, also den Löwenanteil, wenn man so möchte, das ist halt die Miete im Endeffekt, das zahlt das Jugendamt seit 2014 komplett. Nebenkosten wiederum und auch die Reparaturen sowie Umbauten und Ausbauten, das müssen wir von den Nutzerinnen und von den Mitgliedern eintreiben. Das führt dann wiederum dazu, weil die Kosten doch schon nicht ohne sind, dass man halt relativ hohe Mitgliedsbeiträge im Verhältnis gerade zu anderen Sportvereinen nehmen muss. Genauso wie dass der Eintritt, der Tageseintritt auch nicht unbedingt für jeden erschwinglich ist. Und das ist halt wirklich schade, weil man dazu, also weil wir dadurch die Ehrenamtler im Speziellen dann vor Ort dann gezwungen sind, aktiv eine soziale Teilhabe nicht zu ermöglichen und im Endeffekt eine Ausgrenzungspolitik zu betreiben. Und das ist wirklich schade, weil gerade auch in Rothen-Dittmold so die Kids, die quasi die Skatehalle vor die Nase gesetzt bekommen haben, leider die sind, die es oftmals nur nutzen können, wenn irgendwie Sonderveranstaltungen sind und der Eintritt die an dem Tag erlassen wird. Also hauptamtlich arbeiten hier in der Kesselschmiede genau 0,5 Personen. Das bin dann wohl ich. Und das wird auch extern finanziert durch die Wellbeing Stiftung. Ich sag mal, eine Professionalisierung würde dem ganzen Laden hier nicht nur gut tun, sondern ist ab irgendeinem Punkt oder ist eigentlich schon längst überschritten, einfach lebensnotwendig, weil es halt einfach nicht funktioniert, den Standard zu halten und halt auch weiter zu professionalisieren. Da hoffen wir auf jeden Fall auf die Unterstützung der Stadt, dass das halt in den nächsten Jahren einfach möglich wird, damit halt dieses besondere Kulturzentrum, was hessenweit, deutschlandweit irgendwie sehr gut angenommen wird, einfach eine Perspektive hat. Es ist halt einfach so, dass irgendwann das Ehrenamt an sowas wie natürliche Grenzen kommt.